Eine aufgebrachte Menschenmenge, darunter Frauen und Kinder, versucht an der Bereitschaftspolizei vorbeizukommen. Ihr Ziel? Die US-Botschaft in der philippinischen Hauptstadt Manila. Gewaltsam werden sie von den Ordnungshütern weggedrängt. Der Zorn der Demonstranten gilt diesem Mann, Barack Obama, derzeit auf dem Weg in die Philippinen. Eines von vier Ländern, die der US-Präsident auf seiner Asientour bereist. Mit der Tour will Obama unterstreichen, wie wichtig Amerika, die strategische Neuausrichtung auf die Pazifikregion ist. Allerdings wird die Schutzmacht USA in Manila nicht von allen willkommen geheißen. Zumindest diese Aktivisten befürchten, dass eine militärische Präsenz der USA auf den Philippinen eher einer Kolonialisierung gleicht. Sie lehnen daher ein neues Militärabkommen mit den Vereinigten Staaten ab. Die Idee, dass die USA uns mit dem Abkommen gegen China schützen soll, ist absurd. Es ist eine Lüge. Wir wollen nicht Spielball zwischen den beiden Supermächten werden. Ein Besuch unter Freunden sieht anders aus. Obama dürfte das allerdings nur am Rande interessieren.